Optimus schickt seine Pokémon raus, er kennt sich mit ihnen super aus, meint er. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Unite mit mir, dem Terminus, wieder mit Hooper unterwegs, diesmal Trick Shadow Ball. Also ich werde wieder Shadow Ball nehmen, einfach weil ich die Attacke sehr gerne habe. Ist aber auch egal, weil das Wichtigste an Hooper ist, nimmst du Trick oder den guten. Ich glaube, Hyperspace Hole, dadurch, dass du die Tore verbinden kannst, ist ein bisschen stärker als ein Trick, womit du ein bisschen mehr Schaden machst und halt auch. Wäre nice. Ein bisschen mehr Schaden wegen Doppel-Shadow Ball oder was auch immer. Wenn das bekommen, oder? Die können anfangen, uns Zeug zu klauen. Was sie wohl bisher nicht tun. Okay, die entwickelt sich und ich hätte ihr das jetzt gegeben, aber sie will nicht. Wo ist sie? Ja, Mann! Jetzt zeige ich ihr, dass ich Trick habe. Gut, dann nicht. Machst du? Welche Attacke nimmst du? Das ist auch okay. Weil ich glaube, mit Felinara, die in den Gegner reinspringt, ob jetzt Feuer oder. Das andere ist vermutlich gar nicht so wichtig. Aber das könnte gut klappen. Gehen wir raus. Raus, 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 raus. Ein guter Hüpfer. Holen die Beere. Dann gehen wir hoch. Hehe! So schön. Unser Jungler holt sich jetzt die Mitte. Das ist okay. Ich hätte gerne Shadow Ball. Sehe ich ehrlich sagen. Das Geile ist, Felinara greift auch mit meiner dritten Basic Attack an, mit dem Ring, den sie gerade am Arsch hat, und auch mit Shadow Ball, wenn wir das denn irgendwann haben. Das ist das Hooper. War hier unten schon immer ein Hooper? Ja, doch, glaube ich. Das ist so geil mit den Bären. Ich sage euch: beste Fähigkeit. So, auf Level 6 kriege ich doch hoffentlich Shadow. Wieder. Komm schon, Shadow Ball. Jetzt haben wir dich. Hilfe. Ja, der hat Hyperspace Hall. Das heißt, ich sollte im Kampf direkt mit ihm besser sein als er. Aber sonst. Ich helfe sogar gerade während die kämpfen. Eine Beere bekommen. Ah, das war nicht gut. Ich hätte B drücken sollen. Schalina zu bleiben. Halt euch, Kinder. Ist nicht so unwichtig. Die sehen wir, oder? Ich hab dir ein Schild gegeben, jetzt renn um dein kleines Leben. Jo. Wir haben währenddessen ein Ding geholt, weil die kamen sehr spät. Okay, okay. Das läuft nicht gut, aber okay. Wir lassen uns halt dauernd von Ding einfrieren. Das ist das nicht Perfektes hier. Wir haben einen Spukball. Ihr wisst, was ich meine. Du hast keine Punkte. Nein, Heiler. Habt ihr jetzt kaum overdankt? Okay. Bin mir nicht sicher, ob das so gut ist. Ich kann jetzt keine Bären mehr holen. Gebe nicht mehr, es kommen noch Punkte rausgeschissen, wenn überhaupt. Egal, wer geht denn in den Jungle? Kinder. Ich glaube, der Jungle ist da. Ist euch egal.
Der komplette Jungle ist da. Ich meine, ihr macht gerade Kills, das ist okay, aber. Ich komme, ich komme, ich komme. Jetzt töte ihn doch, komm schon. Gehen wir. Du, 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 du. Ja, Ding ist halt schon oben. Zumindest kommt diesmal. Nett. Wo sind die? Haben die gerade Rotor oben? Das wäre okay. Weil mehr Erfahrung wegen Torweg. Das ist mega zum Kotzen. Willkommen. Ich versuche Greninja ein bisschen damit zu heilen. Ich glaube, ich heile mittlerweile damit. Mit Trick Plus heilt man. Habe ich gehört. Ich helfe dir mal. Dann sind wir nicht unten. Oben können wir nicht durchpushen, weil das geht bis direkt zu deren Tor. Geh jetzt irgendwie jungle. Ich geh jungle. Kinder, ich glaube, der Frosch geht vielleicht, wenn er spawnt. Aber das ist eine Annahme. Hier fehlt ein Pokémon. Freunde, ich bin da. Jetzt sind alle unten. Wir haben ein huge lead und ich weiß nicht wie, weil wir lassen unsere Tore so polen offen. Ey, das habe ich genau gesehen! Das ist ein Vorteil von Hooper, wenn du die Gegner tötest. Er ultet zu einer sehr unpassenden Zeit, wie ich finde, aber das ist sehr gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. Ich werde nicht ulten. Ich glaube, wir sind zu krass und brauchen das sowieso nicht. Erstmal zwei Kills. Du bist zurückgekommen. Nicht sicher, ob das die beste Idee deines Lebens war. Wer ist das? Ich glaube, ich habe gerade unser Fehlnara mit dem Schild gerettet. Das schaffen wir nicht mehr. Egal, ich port mich jetzt hier hin, dann kann ich ein Portal erschaffen und alle kommen. Wobei wir Zapdos nicht brauchen. Wir brauchen Zapdos. Ganz wichtig zu wissen. Boschi. Aufpassen, da sind Gefährlichkeiten überall. Damage! Irgendjemand muss das Schwert töten. Immer noch unsicher, ob wir den machen sollten, aber sie fangen uns. Das ist super. Durch. Und das. Ich rette dich! Bin noch gestorben gerade? Nee, hat gelebt. Mit meinem Schild. Okay, Trick. Sehr cool. Die Leute müssen es ein bisschen nutzen. Die werden darauf nicht achten. Die werden maximal merken, ich spiele nicht Hyperspace Hole. Was das für ein Umkehrschluss ist, heißt nicht viel. Das heißt, mit Trick. Wow. Ihr habt das übrigens auch schon gemacht. Das heißt übrigens, mit Trick müsst ihr selber darauf achten, seid ihr nah genug. Ihr dürft nicht erwarten, dass das ein Schild macht wie bei Eldegoss, aber es macht ein Schild. Ihr müsst gucken, dass eure Shadow Balls, ich spiele Shadow Ball, natürlich das andere auch trifft. Ich glaube, wenn man das andere nimmt, was ist das Phantom Force,
Wenn du jemanden trickst, also einen Freund trickst, Trickbetrugst und dann Phantom Force oder Shadow Force, was auch immer es ist, einsetzt, dann teleportiert er sich mit. Ich glaube, das ist ganz schlecht. Warum? In einem unkoordinierten Spiel wie dem hier, wo ich nicht mit denen kommunizieren kann, heißt das, du nimmst deinen Kumpel und teleportierst ihn random einfach in die Gegner. Mit Felinara vielleicht noch okay, wegen Feuer, mit Hyper Voice ist das schon nicht mehr okay, aber sagen wir mal, du hast einen Gardevoir bei dir. Silvaro. Irgendwas, was nicht in den Gegnern stehen will. Nicht gut. Nicht gut. Dann benutzt du den Angriff so gut wie kaum mehr. Das Trick Shadow Ball, das kannst du einfach spammen, da musst du nicht so viel überlegen. Es ist meistens gut. Und ich glaube, da bin ich mir nicht sicher, ich glaube, die Aura vom Shadow Ball, wenn die auf dem Gegner ist, den kannst du auslösen, logischerweise, die Aura. Mit deiner dritten Basic Attack macht so einen Blub und dann sind die kurz gestunt. Oder dein Kumpel. Das weiß ich nicht. Kann aber sein. Weswegen es okay ist, wenn du dich mit Trick aufteilst. Also erst tricken und dann ein bisschen aufteilen, nicht zusammenstehen und dann kriegst du einen Damage ab. Ist auf jeden Fall meine Meinung bisher zu Hooper. Ich mag Trick lieber, glaube aber Hyperspace Hole ist besser. So viel dazu. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Terminus raus. Bis dahin.